Nee, Moment. Wenn, dann würde ich es ja erreichen, wenn die ich die Sonnenbrille angucke, ne? der ewigen Dunkelheit. Sieht aus wie Heil. Na, ich dachte, ich könnte sie schlecht benutzen. Kann ich hier irgendwas schreddern? Wir könnten die Erdnüsse vielleicht schreddern, oder? Mal gucken. Ich würde diesen Schredder ja schon gerne ausprobieren, aber nicht mit meinen eigenen Sachen. Zu dumm, dass die Dinge automatisch mir gehören, sobald ich sie mitgenommen habe. Aber so ist nun mal die Rechtslage. Was? Seine Brille? Was? Die Brille kannst du nicht schreddern? Oder was meinst du? Ach so, meine Brille. Oder was meinst du damit? Es tut mir sehr leid, mein Herr, aber es ist nicht erlaubt, die Probeexemplare zu zerstören. Mache ich ja auch nicht, denn laut Etikett ist diese Sonnenbrille hier unzerstörbar. Das Stimmt. ist korrekt. Na dann? Ach nein, echt? Die sieht aber jetzt kaputt aus, oder? Ein bisschen. Ich wusste doch, dass ich sie kaputt kriege. Man sollte mich eben nie herausfordern. Was machen wir jetzt damit? Ich habe sie bereits geschreddert. Und ich lasse mir ja ein, aber Gründlichkeit... Ja, aber was machen wir denn jetzt mit einer kaputten Sonnenbrille? Ich bitte dich. Das ist ja albern, oder? Können wir die Antenne da reinschneiden? Darf man... Ich würde diesen Schredder ja schon gerne, aber nicht mit zu dumm, das aber so ist nun mal. Ja, okay. Was haben wir denn hier noch? Bananenentkrümmung. Wird ja auch Zeit, dass den mal jemand erfindet. Ein Bananenentkrümmer. Goldener Drache der Unsichtbarkeit, sehr schick. Und was ist das hier? Was Sie dort nicht sehen, ist der goldene Drache der Unsichtbarkeit. Es tut mir sehr leid, mein Herr, aber bei dem goldenen Drachen der Unsichtbarkeit handelt es sich nicht Chris, um ein Vorführmodell. Bis bald. Ich hab ihn gar nicht angefasst. Ich wollte nur meine Finger etwas ausstrecken und... Aham. Ist ja schon gut. Das erinnert mich an das Invisible Pink Unicorn. Okay, jetzt haben wir dann nur noch ein leeres Fach. So, mit dem Shopomat brauche ich nicht zu sprechen. Es tut mir sehr leid, mein Herr, aber die Ausstellungsexemplare dürfen unter keinen Umständen aus dem Ladenbereich entfernt werden. Ich weiß nicht, wovon du redest. Aham. Ist ja schon gut. Moment. Wo ist denn die Sonnenbrille hin? Die habe ich jetzt im Inventar gar nicht gesehen. Die ist weg. Das war nur einfach nur ein kleiner... Wir hatten da gegen die Scheibe... Ach, ja. Wie, das war's? Ich meine, gut. Okay, ich kann irgendetwas schreddern hier. Was machst du denn, wenn etwas kaputt ist, das du kaufen willst? Was? Was machst du, wenn etwas kaputt ist, das du kaufen willst? Beim Preishandeln. Falschen. Quasi. Oder... Ach nee, da. Guck mal, was jetzt ist ja schon... Ja, okay, gut, dann nicht. Dann, aber sie ist nicht mehr unzerstörbar. Sie liegt da halt einfach rum. Gut, ist in Ordnung. Soll sie da liegen? Hakenglas. Ja, da waren wir schon bei dem Angler. Da können wir nichts machen. Okay. Zum Marktplatz. Gehen wir da nochmal hin. Können wir denn hier... Ach nee, wir brauchen ja mit... Wir müssen mit irgendeinem Stunk anfangen, ne? Zum Apotheker. Die vergammelten Pillen habe ich von ihm, ne? Was, oh Mann. Ja, die Brille liegt da. Die habe ich aufgenommen. Und dann kann ich nicht wieder rausgehen mit der Brille. Kleiner Tipp, du musst viel reden. Okay, dann gehen wir da nochmal hin. Guck mal. Jetzt lauf schon da, schneller. Irgendwann merkt das schon noch. Ja, aber ich kann sie nicht, aber ich wüsste auch auf dem Stand nicht, was ich jetzt mit einer kaputten Brille machen sollte, muss ich sagen. Ich gehe doch mal hin und dann spreche ich ihn nochmal auf an und weise ihn vielleicht darauf hin, dass die Brille hier eigentlich kaputt ist. Das könnte ich mal tun, irgendwie so. Dann sollte er mir sehr geben, ne, oder? Gucken wir mal. Ich wusste doch, dass ich sie kaputt kriege. Man sollte mich eben nie herausfordern.
Eine sehr gute Wahl, mein Herr. Ha, von wegen. Sie ist kaputt. Und es ist ja sicher nicht so, dass man Exponate gleich bezahlen muss, wenn man sie beim Anprobieren beschädigt. Oder wie? Bezahlen Sie bar oder per Organspende? Ich sehe gerade, sie ist ja doch nicht kaputt. Mein Fehler. Verdammt, eine Erkenntnis wäre jetzt nicht übel. Also so richtig helfen tut es jetzt auch nicht, ne? Muss ich sagen. Entschuldigen Sie, mein Herr, aber ich muss Sie darauf hinweisen, dass das Modifizieren, Rekalibrieren und Tunen der Probeexemplare untersagt ist. Auch nicht, wenn sie kaputt sind? Die unzerstörbare Sonnenbrille der ewigen Dunkelheit kann unmöglich kaputt sein. Sie ist unzerstörbar. Sie erzählt doch nichts hier. So ein Spinner. Nein, er ist bereit, nehme ich zumindest an. Was soll ich denn hier sonst machen können? Kann ich die in den Bananen Mit diesem Gerät krümmen? Lassen sich ausschließlich Bananen entkrümmen, was ja bereits nützlich genug ist. Okay. Ich könnte sie da oben wieder reintun, wenn ich mir die Socken nochmal hole. Aber da so richtig haben habe ich davon ja auch nichts. Ich habe sie bereit und ich lasse mir ja ein, aber gründlich... Okay. Wir nehmen uns nochmal die Socken. Ich hab keine Ahnung. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Reicht es, wenn wir was anderes da oben reintun? Dafür vielleicht? Dass er das dann nicht mitkriegt, wenn da was anderes drin liegt? Nee, da kann ich gar nichts mehr machen. Ich kann es da auch nicht zurücktun. Das würde nicht gehen. Nö, lässt da gar nicht zu. Schade eigentlich. Au! Reklamier das mal. Habe ich ja versucht. Funktioniert ja nicht. Warum? Danke. Eine sehr gute... Ha, von wegen. Sie ist kaputt. Und es ist ja sicher nicht... Bezahlen Sie... Oh, mein Fehler. Verdammt, eine Erkenntnis. Funktioniert nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber machen kann ich hier nichts. Wir sprechen mal so mit ihm. Willkommen. Es bedient Sie. Wie kann ich... Okay, warum ist der Sockel dort leer? Warum ist der Sockel dort leer? Er ist nicht leer. Ach so, was okay. Sie dort nicht das mächtigste Gadget Deponias. Bist du ein Roboter? Wir haben ihn doch schon mal angesprochen, oder? Der Gadgetier hat mich gebaut, um ihm im Laden zu helfen. Ein geschickter Schachzug von ihm. Wo ist er jetzt? Na, da oben wird er wohl sein. Diese ne? Information ist irrelevant. Ich bin vollkommen... Verstehe. Was verkaufst du hier denn so? In Gilligan's Gadget Garten. Gucken Sie sich, probieren Sie gerne ein paar Gerätschaften aus. Aber bitte denken Sie daran, die Ware wieder... Natürlich. Was denkst du denn von mir? Meine CPU hat eine 86%ige Wahrscheinlichkeit eines so. Versuchten Ladendiebstahls errechnet. Was? Das ist doch eine Frechheit. Auf welcher Basis denn? Anhand mehrerer Faktoren. So wie sie rumlaufen. Oh, das ist aber nicht Beispiel. Richtig. Wo kann der Gadget hier nur sein? Wir wissen es nicht. Wir suchen ihn bereits seit Monaten. Wir? Ja. Wir machen uns große Sorgen, seine Frau und ich. Alles klar. Der Gadgetier ist also verheiratet. Ja, Camilla ist eine wunderbare Frau. Ich bin täglich bei ihr und leiste ihr Beistand. Alles klar. Es muss eine harte Zeit für sie sein. Sie sollte nicht um einen Mann trauern, der sie im Stich lässt. Sie muss auch nach vorne blicken. Alles klar. Menschen sind so unzuverlässig, nicht wahr? Das sage ich, Camilla, seit Monaten. Sehr schön. Mittlerweile gibt sie mir recht. Ah ja. Roboter sind so viel zuverlässiger, sagt sie. Steht der Tropfen hüllt den Stein, ne? Goldener Drache der Unsichtbarkeit? Es ist schwer zu glauben. Aber er ist da. Ein schönes Gerät.
reich verziert und seine Kräfte sind unvorstellbar. Ich behaupte, er ist nicht da, aber wagen Sie es ja nicht, ihn anzufassen. Ich glaube, ich kann mich gerade noch zurückhalten. Mhm. Gut. Ich bin da mal wieder weg. Beehren Sie uns bald wieder. Also mit der Sonnenbrille komme ich nicht, ich komme damit nicht klar, muss ich sagen. Oder auf die Sonnenbrille. Ich glaube nicht, dass ich jetzt hier was machen kann. Ehrlich nicht. Ich glaube es einfach nicht. Nein, er ist bereits, nehme ich zumindest an. Kann ich mit der Fernbedienung was mit dem... Es tut mir sehr, wir akzeptieren... Müssen es eigene Organe sein? So steht es in der Geschäftsordnung. Verdammt! Ja, wir haben mal wieder das eine noch. Ich würde andere. Diesen Schredder ja aber nicht mehr zu dumm, ja, aber ja. So ist... Okay, alles klar, dann gehen wir mal raus zum Block. Ach, ja, ist ja schon... Pack da hin. So, wir gehen da raus. Da kannst du nichts machen gerade. Kannst da nichts machen. So einfach ist das. Okay, gut, wo wir da schon mal sind. Es kann sein, dass man, ich weiß nicht, ob man die Theke anwählen kann, aber... Ancora? Stupid, kommt zu. So viel schneller wird es ja auch nicht gehen. Bin nur einen schönen guten Abend. Ach ja. Moin, Baumbanane. Tja. Okay, erstmal Generator. Da packen wir jetzt Zucker rein. Ja, ja, noch viermal. Wie war das gleich? War Zucker im Tank gut oder schlecht für den Motor? Mach mal rein, probier mal aus. Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Jo. Ah ja, es war schlecht. Dachte ich mir es doch. Ja, genau. So, dann in die Spindelunke. Gehen wir dann mal rein. Jo, jetzt ist hier dunkler. Oha, ganz schön duster hier. Aber noch lange nicht so duster, dass ich mein legendäres Sonar-Gehör zum Einsatz bringen müsste. Immerhin habe ich die leuchtendsten Augen des ganzen Südwestquadranten. Endlich macht es sich bezahlt, dass ich als Kind immer Quecksilberdämpfe eingeatmet habe. Okay, was? Geh mal nach unten. Au. Oh! Aua! Nichts passiert. Alles klar. Kann man jetzt die Kerze nehmen? Lass bitte die... Ja, okay. Sie ist das Eins. Hi. Ah, du schon wieder. Willst du jetzt endlich was bestellen? Nee. Bis später. Komm wieder. Sie spricht auch noch nicht mit uns. Himmel, ne? Du schon wieder. Du gibst wohl niemals auf, was? Tja, damit muss man halt leben, wenn man mich kennt. Wie mit der ständigen Angst vor gefährlichen Körperverletzungen. Ach komm, genau. Warte hier, ich bin gleich... Ist das ein Versprechen? Natürlich. Gut, das... Eine so, klasse Frau. Das Klo ist ja immer noch abgeschlossen. Das werden wir wahrscheinlich auch nicht aufkriegen. Damit sollte ich das Schloss im Nu geknackt haben. Nein, wahrscheinlich nicht. Nanü? Nanü? Geht ja gar nicht. Okay. Wir gehen mal nach oben. Kann ich mit dem Haken... Diesen Fisch werde ich mit bloßen Händen fangen. Roosevelt, schönen guten Abend. Run, du hast eine Idee, was man eventuell mit dem Schraubendreher machen könnte? Diesen ja, gut, Fisch gibt... werde ich mit bloßen Händen fangen. Ach, Bewegungsmelder. Klappt wohl im Dunkeln das nicht. Das soll ein Rasiermesserfisch sein? Also für mich sieht das eher nach einem Schwert aus. Okay, gut, dann haben wir den schon mal. Was auch mal wir damit machen können. Na nun? Der Motor läuft ja wieder. Ja gut, okay, kann er ja ruhig. Der hat da seinen Job erledigt jetzt. Das heißt, die Zuckerdose ist quasi über. Wenn ich das richtig sehe. Ach ja. Was heißt diese Ruhe, Filsen?
Okay, Mann, das kann doch alles nicht so schwierig sein, oder? Wir gehen nochmal ins Industriegebiet. Was konnten wir denn da machen? Ofen. Geröstete Erdnüsse. So hervorragend sich das hier auch als Brennstoff eignen würde. Dies hier ist ein Kohleofen. Ach, außerdem komm. Hoffe ich damit irgendwo noch mehr Schaden anzurichten. Okay, werden wir vielleicht schaffen. Dann haben wir ein Nest, das hier sowieso nicht ran können. Das Ei. Die Airbag-Kiste hatten wir schon mal geöffnet, ne? Sonst kommen wir momentan nur zum Dock rein, ne? Oder? Ja. Wir gucken da nochmal. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich das Schnabeltier da oben nicht irgendwann mal... Aber das kannst du nicht nehmen. Das ist nur Hintergrundanimation. Zum Waffenladen. Aber aus irgendeinem Grund muss ich doch hier oben... Irgendwann muss ich an das Ei kommen. Es ist so knuffig. Das will ich haben. Da oben komme ich nur in das Ei. Das muss irgendeine Bedeutung haben hier. Obwohl, das ist nur der Schornstein, ne? Zum Waffenladen. Ach so, sieh hier. Okay, pass auf. Dann machen wir das nochmal anders. Dann... Ich will zum Marktplatz. Genau. Das Rote führt nach Klein-Venedig, ne? Okay. Das Gelbe führt in die Gasse. Und das Grüne führt ins Industriegebiet, ne? Okay, dann gehen wir nochmal zurück nach Vordocks. Wo sind wir hergekommen? Wo sind wir hergekommen? Zum Waffenladen, genau. Da will ich hin. Hallo! Test, Test! Achtung, Achtung! Eine wichtige Durchsage! Captain Boso ist eine alte Knackwurst. Ich wiederhole! Captain Boso ist eine alte Knackwurst. Hat keine Wirkung, was? Soll das ein Tipp? Ja, gib mal ein. Vielleicht komme ich dann irgendwo weiter. Momentan habe ich irgendwie sehr viele Sachen, wo man irgendwas vermeintlich machen kann. Ich bin echt nicht sicher. Also den Schraubenzieher kann ich wahrscheinlich irgendwo drauf anwenden. Ja, das würde mich jetzt nicht überraschen. Aber ich habe jetzt gerade auch nicht alle Stellen im Kopf. Hallo! Test, Test! Achtung, Achtung! Eine wichtige Durchsage! Ein Komet nähert sich dem schwimmenden Schwarzmarkt. Ich wiederhole. Schade. Ein Komet nähert sich dem schwimmenden Schwarzmarkt. Um eine Panik zu vermeiden, so... wir kommen so nicht weiter. Zeit für den Entwickler. Es heißt Schraubenzieher. Was denn war eine Schraube? Was? Es heißt Schraubendreher? Nein, das ist übrigens falsch. Das ist übrigens falsch, Auma. Das Wort Schraubenzieher ist deutlich älter, und zwar um mehrere hundert Jahre älter als das Wort Schraubendreher. Das lässt sich auch historisch nachvollziehen. Da kann ich auch gerne mal irgendwie auf Twitter einen Blog-Eintrag zu verlinken. Da hat sich mal die Mühe gemacht. Das geht weit, weit, weit zurück. Und Schrauben werden nämlich damit angezogen. Darum geht es nämlich eigentlich ursprünglich bei der Wortwahl. Und irgendwann dann, ich weiß nicht, wann das angefangen ist, ob das in den 70ern schon losging oder erst in den 90ern, sind dann irgendwelche Leute auf die Idee gekommen, sie müssten jetzt irgendwie das Wort Dreher dazu einführen. Und seitdem... war ich auch jahrelang der Meinung, ja, okay, ich habe was dazugelernt, das hat Schraubendreher, ist aber eigentlich falsch.
Schraubenzieher ist richtiger. So, Bildungsauftrag erfüllt. So, ach so, die Musik in der Bar, meinst du? Können wir mal probieren. Ach, wenn wir auch schon mal hier sind, ne, dann können wir ja auch. Ja gut, den Schraubendreher habe ich noch nicht an der Jukebox ausprobiert. Das Schraubenzieher habe ich noch nicht ausprobiert. Jetzt habe ich... Ja, verdammt, ey, leck mich doch alle am Arsch. Multidirektionaler, manuell betriebener Flachkopf-Drehmomentaktivator. Okay, alles klar, super. Ach ja. Dreher ist nicht richtigerer. Ich... Schick mal eine Mail. Meine Mail, dann schicke ich dir den Doc-Antrag. Dann kannst du das gerne nachlesen. Mit Quellenangaben, ne, wo es herkommt. Ne? Also der hat es runter bis... Shakespeare, Goethe, Schiller irgendwie und noch älter nachverfolgt. Also es ist sehr lange und Schraubendreher ist einfach falsch. Und er hat das noch etwas anders formuliert wie ich. Ich bin auch noch freundlich. Ah, guck mal. Alex, Schubboxwerk. Ach, so funktioniert das. Aber der spielt doch gar nicht richtig. Moment, der tote Taubentango. Ach, jetzt spielt er den Totentaubentango. Hi-ho. Hi-ho. Willst du Ärger? Na komm schon, sing doch mit. Hi-di-di-di-di-do. Mann, hast du ein Glück, dass ich keine Behinderten schlage. Okay. Okay. Moment. Kriegt er jetzt... Okay, er hat sich da wirklich ein anderes Notenblatt hingestellt. Aber es klingt doch trotzdem genau so. Könnte ich denn das Notenblatt einfach nehmen? Hey, Finger weg! Ach ja? Was willst du machen? Mit dem Fuß aufstampfen und mein erstgeborenes Kind stehlen? An deiner Stelle würde ich mein Maul nicht so aufreißen. Ich bin in der richtigen Höhe, um dein erstgeborenes Kind pränatal abzutreiben. Ich muss mal weiter. Ich bekomme Nackenschmerzen, wenn ich zu lange nach unten gucke. Okay. Das Paarungslied der Schrottkrabben. Macke Erdnüsse? Lass mich in Ruhe. Ich muss arbeiten. Ich muss arbeiten. Ein dreifaches Hi-Ho auf unsere fleißigen Freunde, die Kleinverdiener. Was mögen's wäre denn so? Toll, Nies Zwergtyp, da wenn man ihn braucht, ey. Scheiße. Hier, nimm mal Beruhigungspillen. Die helfen dir vielleicht. Lass mich in Ruhe. Ich muss arbeiten. Ein dreifaches Hi. Also irgendwie kommen wir mit dem nicht so richtig weiter, oder? Kann ich ihn mal ansprechen? Willst du Ärger? Na komm, sing doch mit. ID. Mann, hast du ein Glück. Okay. Tja, eigentlich müsste ich, ich müsste so ein Lied nehmen können. Welches Lied würde mir denn noch was bringen? Der tote Taubentango? Das Paarungslied der Schrottkrabben. Das bräuchte man wahrscheinlich aus irgendeinem Grund. Wegen der Krabben, die da sind. Schrottlawinen Tarantella. Ne, ich kann es jetzt auch vorher nicht nehmen, während er das da... Egal, okay, so, was? Zwerge lieben Ale, Bier, ja, gutes Essen. Zwergenbrot, nicht zu vergessen. Was ja auch sehr beliebt als Nahkampfwaffe eingesetzt werden kann. Was geil, machen wir diesen Fisch eigentlich? Magst du vielleicht Fisch? Ich erzähle dir später von meinen heldenhaften Beutezügen. Erst einmal muss ich dafür sorgen, dass sie mit zu Doc kommt. Ja, ich glaube, so langsam wäre ein Tipp vielleicht auch nicht so schlecht, ne? Oder? Also ich komme ja momentan an gar keine Ecke weiter. Aber wenn wir schon mal hier sind, irgendeine von diesen Folgen wird heißen, wenn wir schon mal hier sind. Da bin ich mir auch ganz sicher. Ancora? Stupido! Stupido! Ganzo idiota! Ach, Mensch. Ach ja. Das Ei kann ich auch nicht nehmen, okay. Oh!
Ach, ich kann die Fernbedienung ja auf Gaul anwenden. Das ist nicht so schwer zu verstehen, wenn ich euren Heiland wirklich mit Absicht ans Kreuz und ich habe einen großen hätte, Fisch dabei, dann wäre er bestimmt nicht nach 2 Tagen wieder. Was zum? Was willst du denn schon wieder? Ich dachte, ich könnte den Fisch auf sie irgendwie. Ich gehe dann mal wieder. Wehe, du gehst mir noch. Okay, pass auf, richtig. Ich habe eine Fernbedienung für. Die ist ja für Gaul, die Fernbedienung. Ich hatte mich schon gefragt. Ich hatte mich wirklich vorhin schon gefragt, wofür die Fernbedienung ist. Und dann hatte ich die versucht bei diesem U-Boot irgendwie. Und dann kam da ja plötzlich jemand raus. Das war ja letztes Mal auch nicht der Fall. Und ich wusste echt nicht mehr, dass die für Gaul ist. Ich habe mich schon die ganze Zeit über gefragt. Ist kein Scherz. Okay. Dann, jetzt wo wir schon mal hier sind, können wir ja da mal gegentreten. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal zu Gaul und schnacken erstmal mit den anderen beiden. Ancora? Vielleicht bringt das ja was. Stupido. Vielleicht hilft uns das ja was. Ach ja. So, vielleicht hilft das ja. Okay, gut, dann probieren wir das mal aus. Was geht auch runter einfach, Mensch. Wenn ich da hinklicke, kannst du doch runtergehen. Okay, Fernbedienung, zick. Ich muss zuerst eine Datasette einlegen. Ach komm. Die Datasette passt schon mal. Jetzt muss nur die Fernbedienung noch funktionieren. Ja, das wird sich schon. Meines Charmes wird der Rest dann ein Kinderspiel. Da bin ich sicher. So, okay, dann... Wo bin ich hier? Weißt du das nicht? So viel hast du doch noch gar nicht getrunken. Das hier ist immer noch Gullivers Gulli, die dunkelste Spelunke auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Schwimmender Schwarzmarkt? Doch nicht etwa auf Deponia. Wo denn sonst? Rufus, ich dreh ihm den Hals um. Alles in Ordnung? Gib mir einfach etwas von deinem stärksten Stoff. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich mir auch genauso gut die Birne zuballern. Einmal rostroter Hirntod. Kommt sofort. Einmal rostroter Hirntod. Okay, hier gibt's ja... Okay, an Bord des Tauchboots gelangen. Wir sollten mal die Hinweise anklicken dann vielleicht auch mal. Und was haben wir denn hier? Jemanden finden, der sich mit Etikette auskennt. Okay. Ah, Erledigung mit Gentleman-Manieren beeindrucken. Okay, alles klar. Ja, das Klopfzeichen hätten wir hier noch. So, jetzt sind wir erstmal... Schnick, schnack, schnuck, ja, da den Drachen, goldenen Drachen der Unsichtbarkeit besorgen, an Wink vorbeischleichen. Was ist denn die Muschel hier? Jetzt echt, was ist denn mit der Muschel hier? Was ist, ist das eine Muschel? So, ich mache jetzt mal eben kurz Pause, würde ich sagen. Vielleicht wird es dann flüssiger. Das könnte sein, ja, mal gucken. Okay, so, ich speichere hier jetzt nochmal und dann machen wir mal eine Pause und dann will ich hier auch mal irgendwie schneiden, zwangsläufig. So, genau, okay, dann bis gleich. Du kennst mich hier mit Etikette aus? Ich kenne mich auch mit Etiketten aus. Das ist, ich habe mal damals mal bei Sparmarkt habe ich ausgezeichnet, weißt du? So, ist geil. Okay, bis gleich.